Hallo und herzlich willkommen zur 274. Folge Minecraft Revelation mit mir, eurem Lyria und Opa Zockt. Ups, moin moin. Ups, genau. So, du möchtest Schilder haben, dann würde ich sagen, kauf dich hier mal ein paar Schilder. Das wird lustig, und das wird fein. Bauen wir die Schilder. Und jetzt weiß man halt auch, warum ich es immer so mache, dass ich grundsätzlich eigentlich bei meinen Baustellen, die ich habe, den Fußboden erst komplett zum Schluss reinsetze. Dass das hier immer alles offen ist, dass ich wirklich von oben bis unten komplett durchlaufen kann. Ja. Jetzt ist da, achso, nee, das ist in Ordnung. Du kannst einfach da außen rum so. Was habe ich gerade ins System geschmissen? Habe ich verklickt, das habe ich gesehen, aber was habe ich ins System geschmissen? Ich habe gerade keine Ahnung. Bitte connecte dich. Wenn das sich jetzt nicht connectet, habe ich ein Problem. Irgendwas habe ich reingeschmissen. Ah, jetzt. 22 Kanäle. Illyria, hast du kurz Zeit? Wofür? Du musst mal was gegenchecken. Moment, war das mein Wand? Könnte das mein Wand gewesen sein? Ich glaube ja. Ich glaube, ich hatte fast nicht mein Wand ins System geschubst. Ja, okay. Stromverarbeitung, ich glaube, es müsste Seedoy-Produktion sein. Du meinst hoch zu den Bildschirmen gehen, ne? Nein, nein, Seed-Oil-Produktion. Zu den Tanksebenen soll ich gehen. Nein, Seed-Oil-Produktion. Was ist damit? Da sollst du hingehen. Ach so. Da, wo wir diese Maschinen von Immersive hingebaut haben. Nein, Seed-Oil. Ja, da wird doch Seed-Oil hergestellt, oder nicht? Nein. Oder meinst du die Farm? Nee, das ist, nee, da werden Seeds hergestellt. Ja, du musst dich schon genauer ausdrücken. Seed Oil Produktion. Ja, genauer kann man es. Genauer kann ich es nicht ausdrücken. Ja, ja, das ist im Produktionshaus. Genauer kann ich es halt nicht machen. Es gibt halt nur eine Seed Oil Produktion. So, Seed meint wahrscheinlich die Weizen-Seeds. Und nicht Canola. Ja, hier, Seed Oil, bin da. Sind die oben, kannst du mal bitte zählen, wie viele Channels da oben sind und ob die alle online sind? Ja, eins, zwei. Weil irgendwas... 7, 8, 9, 10. Sind 12 Channels, aber mit den ohne den Displays, aber die sind online alle. Mit Displays. Die Displays sind... auch alle online. Es sind insgesamt 14 Channels in dem Raum. Die Fluttransposer haben 12 plus die zwei Displays sind 14. So, dann müsste der... Er zeigt aber auch an 14... Ach, er zeigt sogar an 14 Channels von 32. Zeigt das Dense-Kabel sogar an. Und dann müsste der Raum links daneben müsste ja auch über die Channels laufen. Der links daneben ist ja mit den mit diesen Industrial-Squeezern. Genau, das müssten jetzt dann da drüben Nummer 4 sein. Ich zähle, der ist hier online 1, 2. Na komm. 3, 4. Das sind 18. Und plus die zwei Monitore, dann müssten wir auf 20, nee. 5. 6. Nee, jetzt doch 22, ja doch. Wenn ich mich nicht verzählt habe, 6. Sind das 22? Dann kann der ja... Wie bin ich denn hier in die reingeraten? Geht doch. 2 von 8, 4 von 8.
8 von 8. 8 von 8, wenn ich den jetzt hier austausche. Genau, aber das läuft alles nicht weiter, weil vollgelaufen. Das hat nichts mit dem Volllaufen zu tun. Nee, nee, ich hab's nur so nebenher gesagt. Weil die Sequel-Produktion ist ja auch vollgelaufen. Wir haben gerade zwei verschiedene Computersysteme. Mhm. Gegenüberliegend ist offline. Ja, da bin ich noch nicht. Okay. So, 0. Du hast... Ach, wieso hast du... Du hast doch eben keine 8 von 8, oder? Bin ich jetzt blöd? Ah, ich wollte schon was sagen. Hä? Hast du das abgeruppt? Ich habe gerade Kabel in die Tasche gekriegt. Ja, deswegen solltest du auf Baustellen, wie es dir schon... Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gesagt habe, bitte dein... Ich prüfe gerade die Leitungen hier. Ja, und du bist auf einer Baustelle, also hast das Ding auszumachen. Ja, ist aus. Komm runter zu dir und kriegst die Leitungen wieder. Ah, doch jetzt. Ah, ich sehe es gerade. Du hast die Anlage wieder online geschaltet, die andere war nämlich gerade offline. So, die. Und wenn ich jetzt den da anschmeiße, müsste jetzt die Anlage wieder online gehen und die andere Anlage müsste passen. Ich schmeiße die Kabel ins System. Ich komme nicht zu dir runter. So, komm, spring an. Und dann müsstest du jetzt hier auf 26, 28 gehen. So, Seed ist wieder online. War ja auch gerade kurz offline. 23? Wieso? Squeezer wieder online. Komm, spring jetzt an hier. Ist hier oben, wo ich jetzt stehe, über mir, ist hier oben ein Bildschirm? Ja. Ist der online? Der Apfelbildschirm ist online, ja. Aber 0 von 8 zeigt er an. Nee, ja, warte mal. Missing. Device Missing Channel. Der linke Bildschirm ist offline. Der rechte ist online. 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Also der linke hat Missing Channel, so. Ah, hier ist das Problem. Er ist online gegangen. Jetzt zeigen beide an 6 von 8 Channel. Komm, spring um jetzt hier unten. Es hat der rechte Missing Channel. Ja, warte. Das müsste gleich umspringen. Er müsste gleich. Beide wieder online. Nee, dürfte. Und ich sage mal, er hat hier unten. 1 von 8 Channel zeigen beide Leitungen an. Ja, hier ist. Er springt hier aber hier nicht um. 10. Nee, irgendwas passt hier noch nicht. Falls wichtig, wir haben nicht einen einzigen Apfel mehr im System. Ist unwichtig. Gut. Wenn unwichtig, ist gut. So, oben sind jetzt alle online. Die Bildschirme. Alle drei Anlagen auf der rechten Seite sind komplett online. Ja, sind sie. Die Bildschirme zeigen was an. Gut. Nur die Flugtransponder haben hier keinen Anschluss mit dem ME-System, also kann ich das hieraus nicht erkennen. Aber sonst bei den Squeezern, schaue ich nochmal nach. Squeezer sind alle online. Achso, jetzt muss ich... Und die andere Seite ist noch offline, ne? Die linke Seite ist komplett offline. Okay, warte mal. Ich versuche die jetzt mal online zu bringen. So, die Transposer hier sind auch alle online. So, komm, spring an. Komm, spring an. Spring an. Sind die Bildschirme eigentlich schon verbunden? Ja, die sind verbunden. So, jetzt ja, hier hat sich was getan. Ja, die sind linke Seite, Squeezer online. Daneben die Weizenproduktionsanlage ist online. Okay, muss ich mal nach unten. Mhm. Gut, das heißt,
Ratter, 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 ratter. So, das heißt, jetzt haben wir da 24 und da haben wir 14. Macht 38. 4 Channel fehlen mir. Irgendwas habe ich vergessen anzukabeln. Ja, hast du gerade einen schnellen Weg hoch und runter gefunden? Ach, hier. Hier ist ein Loch. Ich dachte, das hättest du schon mit Fußboden ausgekleidet. Nee. Naja. Mit P2P hatten wir damals mal schon mal gesprochen. Arbeiten wir ja nicht mit. So, der kann hier weg. Der kann weg, der kann weg. So, was sind diese 10 Channels hier? 3 Channels. Was sind das für 3 Channels hier hinten? Das ist nur ein Channel. Warum sind hier 3 Channels drauf? Und hier ist ein Channel. Brauchst du mich noch? Aktuell. Was? Ach, das ist die Wutfarm, die noch hier mit drüber läuft, ne? Ja, Shittings. Warte, ich geh mal zur Wutfarm rüber. Wenn du irgendwas brauchst. Ne, ne, alles gut, alles gut. Na gut. Das heißt, das hier kann noch nicht weg. Der hier kann weg. Ah, ne, der kann auch nicht weg. Das ist ja. Das sind die. Okay, das kann ich noch nicht wegreißen. So, der läuft hier rüber, läuft der hier irgendwo hin. Der läuft nirgendwo hin. Der läuft nirgendwo hin. Der läuft darüber. Du bist angekabelt auf die Seite. Ich mache mal so eine Art Wartungstür zum Fahrstuhl hin. So, du bist die Void Miner, also Resource und Dings Miner sind offline. Ja, soweit ich weiß, sind die abgeschaltet. Überleg noch mal ganz kurz, ob du noch irgendwas aus dem System brauchst. Ja, Moment. Wie lange wäre das System offline? Weil ich brauche immer spontan Sachen und nicht immer direkt auf Abruf. Kann ich nicht sagen. Okay, ist schon offline, sehe ich gerade gut. Habe ich so noch klassisch Sachen in der Tasche wie Holz oder sowas? Ein Stick wäre nicht verkehrt. Schlafen? Ja, kann ich machen. Da komme ich gar nicht mehr rein. Oh, da ich hier sowieso gerade weiter nichts machen kann, komme ich jetzt mal zu dir rüber. Oh, kommen wir gar nicht weiter. Hä? Ach, hier ist es doch. Brauchen noch einen Verbindungsgang im Tunnel zum Haupthaus, zum neuen. Irgendwann mal. So, wo passt mir das am besten? Das sind die Hauptanschlüsse. Du hast 8 von 8. Du hast 32, du hast 32, du hast 8. Dann kommt das jetzt. Könnte man vielleicht schon mal eine Fahrschulplattform hinbauen? Nee, lass das noch. Okay. So, und dann kommt jetzt hier das. Nein. Mein Magnet ist offline, keine Sorge. Das dahin.
Elyria und Felix. Dann brauchen wir den Hobel. Jetzt sollte das Crafting. Rede beim Kommunizieren mit dem Netzwerk. Okay, ich schmeiß das Ding mal hier rein in das Security Terminal auf die rechte Seite. Mein Terminal, ja. Ja. Verbunden. Gut. Dann ist das neue System online. Gut, das System läuft. So, es sollte theoretisch da auch das Zeug schon reingehen. So, arbeitest du jetzt hier? Hält der meinen Terminal nicht auf? Ist dieser Vibe im Inventory Charger vielleicht doch nicht so gut? Der lädt nicht auf, was in meinem Bobble-Slot ist. Nee, es ist ja einfach ein Bobble-Slot und kein Inventory-Slot. Weil die Thermal-Batterie macht es ja. So. Shit, hast du eine Kiste? Kiste, irgendeine Kiste. Eine ganz stinknormale Kiste. Ah, nee, warte mal. Nee, warte mal ganz kurz. Ich glaube. Leider nicht, aber ich habe ein Storage Crate. Nee, ich habe ja mein Backpack hier noch. So. Hast du Platz im Inventar? Nicht sehr viel, aber ich kann mir Platz beschaffen. Ich folge dem mal unauffällig. Alten Haupthaus bist du, okay? Oder wo bist du gerade? Jetzt gerade im Fahrstuhl. Okay. Wohin bist du? Hauptserver. Okay. Der Umzug des Systems? Ja, alle Festplatten müssen mit. Okay. Ich weiß nicht, kriegst du die noch mit? Ich guck mal nach, was ich mitnehmen kann. Warum ist die Enderpouch voll? Was keine läuft Ahnung. Da noch? Irgendwas läuft noch. Mycelium, Terrakotta, Andesit. Ich habe keine Ahnung, was noch läuft. Läuft nur noch ein Resource Mine oder sowas? Am besten gucke ich mal sofort nach. Ja, natürlich laufen die noch hier. Ich wüsste nicht, die eingeschaltet gelassen zu haben. Sind sie aber. Die Resource Miner laufen noch. Warte, ich kümmere mich drum. Ja, egal, wichtig sind erstmal die Festplatten jetzt. Ja, die sind alle noch online. Ich kapp die Stromversorgung, dann hören sie auf. So, der ist stromlos. Hast du jetzt Festplatten im Inventar? Noch nicht. Weil du gerade von den Minern gesprochen hast. Ich nehme schnell vom Netz. Der ist vom Netz. Nee, der kriegt die Batterie. Dann klaue ich dem einfach einen Block. Dann kann der nicht mehr operieren. Ist das Ding invalid? So, jetzt nehme ich Batterien. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Die habe ich schon alle. Ja, ich muss ja die Mine außer Betrieb nehmen. Ging ja nicht anders.
Die sollten eigentlich schon lange außer Betrieb sein. Ich dachte, sie wären es. Soll ich die Serverschränke auch abbauen? Das macht dann gleich der Bilder. Also die Serverschränke sind wurscht. Die sind wurscht. So, die Serverschränke hier sind jetzt wieder voll. Das heißt, das hier wird gerade zum Abrisshaus, ne? Unser Hauptbaus ist jetzt gerade zum Abrisshaus deklariert, ne? Gleich. Jetzt ist natürlich noch die eine Sache. Jetzt muss ich mir noch was überlegen. Jetzt fängt es nämlich an. Warte mal, wo sind die... Irgendwas stimmt hier nicht. Ich höre gerade, dass mein dämliches Alexa-System sich wieder eingemischt hat. Das gibt's nicht. Hier ja. Spielt dieses dämliche Ding auch noch Musik. Entschuldigt, liebe Zuschauer, ich kann euch nur raten, lasst Weihnachten die Finger von Alexa. Ich hab keinen größeren, unintelligenten Shot kennengelernt. Ich habe nur Ärger mit dem System. So, ich bin ganz kurz gemutet, ich muss die Scheiße mal eben abschalten. Wo gehen die verdammten Leitungen lang? So. Ich habe nämlich im Wohnzimmer mein System abgeschaltet, mein Echo-System. Ich habe nur noch ein Schlafzimmer und das Ding ist weit genug entfernt und es schaltet sich einfach ein. Hat gerade Musik gespielt. Dämliches Mistding. So, also das ist ein Abrisshaus-Deklaration hier. Ja. Nur denk daran, dass du nicht versehentlich das Fahrschulhaus mit reinnimmst. Das wäre ein ziemlicher Schaden. So weit bin ich noch nicht. Ich suche gerade nur die Leitungen, die ME-Leitungen für das Void-Ohr-Haus. Das Void-Ohr-Haus hat keine ME-Leitung, hat keinen ME-Anschluss. Noch nicht. Das läuft über die Enderchess, ne? Ja. Warte mal, die Enderchess war bei... Die ist bei dem hinteren linken, glaube ich. Ne, die war bei dir in der Werkstatt, glaube ich. Ja, die ist hier. Hier ist die Ender Chest. Genau. Oh ja, die ist vollgelaufen. So, komm, ich brauche mal. Ja, musst du dann neu aufbauen, die Ender Chest. Und dann, ja. Das Ding war doch abgeschaltet. Das Ding hat einen Hebel. Es war unnötig, das Ding invalid zu machen. So, das heißt, die Ender Chest, die schmeißen wir. Auch hier unten mit rein. So, das Ding ist auch abgeschaltet. Die Leitung kann ich widerlegen. Weil ich vergesse das sonst. Ich kenne mich. So, die Enderchest sollte sich jetzt leeren. Dementsprechend sollten sich die Void-Ohr-Manner jetzt auch leeren. Das System muss jetzt aber erstmal hochfahren. Ganz kurz. Noch arbeitet hier einiges. Gucke mal bitte im System, wie viel Endstone wir haben. Mache ich. 173.000. Der produziert irgendetwas noch, was nicht produzieren sollte. Was? Wieso? Ich dachte, ich hätte abgeschaltet. Die Inventäre müssen sich jetzt erstmal lernen. Meinst du, dass es nur daran liegt, dass noch was reinkommt? Ja, natürlich. Weil jetzt, da sind ja auch noch die Crates, die Storage Crates sind ja noch voll. Ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Die werden gerade leergeräumt. Die erste Kiste ist leer. So, hier ist auch noch eine, die wird auch gerade leer gemacht. Und dann soll das gleich dort Feierabend sein. Gut, so, jetzt muss ich mein System erstmal wieder einstellen. Alter, 1,1 Millionen Kanoda. Alter Schwede.
zieht er denn noch Items her? Oh, das Ding hat keinen Hebel, ne? Nope, hat er nicht. Aber er hat, glaube ich, die Energie von mir abgekappt gekriegt. Das heißt, es dauert wohl eine Weile, bis er keinen Strom mehr hat. So. Ah, jetzt hat er keinen Strom mehr. Ja, er hat aufgehört. Ich will den Hebel dran haben. Dann kommst du jetzt wieder dran. Hier sind noch Hebel im System, die nehme ich mir mal. Ich brauche ein Stack Alloy Smelter und ein Stack Segmels. Ein Stack Alloy Smelter, ein Stack Segmels. Ja. Und ich soll das jetzt anstelle deiner Schilder craften, oder wie war das jetzt? Die Schilder sind doch schnell gemacht. Dreimal drauf gekriegt. Ja, sicher. Ist abgeschaltet. So, dann muss so. Während ich dann drüben die beiden Räume mache, macht ihr den Raum hier fertig. Definiere Raum fertig machen. Ja, das sage ich dann gleich. So, die Endertruhen sind leer, also die ganzen Truhen sind leer und auch die Miner sind komplett leer gelaufen. Und alle Miner sind abgeschaltet. Gut. So, dann mache ich jetzt noch schnell die Schilder, weil das System ist wieder online, wie ich sehe. Wir haben noch 432 Milliarden RF im Energiekörper. Bis der leer ist, das wird noch eine ganze Weile dauern. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz einen Gedankengang zu Ende führen. Wie, so schnell ist das Holz verbraucht? Haupthaus. Produktionshaus. Oh, wie viele Stöcke ich hergestellt habe. Ja, 4039 Stöcke reichen erstmal. Jetzt mache ich jetzt mal Holz. Batteriehaus verschwindet nach dahin. Wobei das Batteriehaus... Das lässt sich ja ohne Probleme umziehen, wenn es drauf ankäme. Weil die Batterie ist ja gespeichert. Ja, ich überlege gerade nur was anderes. Haupthaus. Was ist das? Was hatte ich denn da gesagt? Da kommt die Batterie rein. Ich brauche einen Block, der gut zu grün passt. Ein Block, der gut zu grün passt. Von der Farbe her. Eigentlich weiß. Ich hasse weiß. Ja, aber weiß passt da ziemlich gut zu. Guck mal bei Factory-Blöcken. Es gibt nach irgendwelchen anderen Möglichkeiten. Es gibt nämlich von Schissel noch weitere Blocksorten außer Factory. Aber weiß, bäh. Es tut einem auch in den Augen weh. Weiß passt aber ziemlich gut dazu. Geht auch andere Blöcke, die gut dazu passen. Nimm mir einen. Schau einfach nach. Wir haben noch mehr als genug Blöcke. Weiß. Bäh. Dann mach einen Gegenvorschlag. Nimm eine abgetöntere Farbe. Mach einen Vorschlag. Gelb. Ansonsten wird's. Nee, kannst du vergessen. Gelb passt auch zu grün. Nee. Gelb und Grün sind beides warme Farben. Gelb und Grün sind beides Kotze. Du musst es ja wissen. Kotze ist auch warm. Du musst es ja wissen. Dann hau ich das Schwarz jetzt einfach hin. Schwarz ist auch gut. Blick. Was haben wir denn da? Konkret? Nee, Konkret ist scheiße. Wolle ist auch kacke.
2097 Schilder, reichen die erstmal? Ja, das reicht erstmal. Gut. So, welchen nehmen wir denn? So, jetzt kann ich dir helfen. Also, du möchtest Sack Mills und Alloy Smelter. Ja, genau, jeweils ein Stack. Gut. Jeweils ein Stack. Eieiei, ich dachte, ich hätte schon mal so viele hergestellt. Gut, also jeweils ein Stack. Eieiei. Wolle ist kacke. Schwarzer Quarz? Muss mich entschuldigen, liebe Zuschauer, mein Hals ist leider noch nicht so ganz in Ordnung. Haben wir schwarzen Quarz? Meinst du Black Quarz von Actuali oder was meinst du? Ja. Lässt sich leicht herstellen. Oder Moment. Black Quarz von Actuali haben wir 1858 im System. Und dann haben wir noch den Crushed Black Quarz. Der lässt sich, soweit ich weiß, verarbeiten zum Black Quarz. Und von den Crushed Black Quarz haben wir 120.000. Wie heißt der Austauscher? Exchanger. Der Blockaustauscher meinst du? Das ist ein Exchanger. Gib ein at Exchangers. Oder ich leihe dem meinen so lange. Du musst den nämlich noch aufcraften, Opa. Der ist nicht so einfach hergestellt. Sonst kann der nichts. Meiner ist auf Harvest Level Obsidian und hat eine Reichweite von 11x11. Also der Energetic Exchanger hast du oder was? Ich hab den Verstärken. Schmeiß den mal ganz kurz ins System. Ja. Ist drin. Nur vergiss nicht, wiederzugeben. Der ist nämlich scheiße teuer herzustellen. Und wie tauscht der es jetzt aus? Shift-Rechtsklick, den Block, den du haben willst, und dann mit Rechtsklick auf die Blöcke, die du ausgetauscht haben willst. Achso, das heißt, ich muss jetzt mal. Also, Shift-Rechtsklick auf den Block und dann alles da. Die Farmblöcke in schwarz. Okay, der Block sieht sehr verwirrend aus. Naja, gut, es ist auch nicht gerade die beste Wahl. Da hätte ich es vielleicht eher von Tinkers, diese Seared Bricks genommen. Das hätte noch einen entsprechenden Design-Stil gegeben. Schau mal nach den Seared Bricks, weil du kannst sie auch umdesignen. Du kannst sie auch umdesignen, dass sie ein anderes Design haben. Ja. In dem Schissel? Invalid Block. Ja, das stimmt. Mit denen, ich glaube, das geht mit denen leider nicht. Aber die sehen besser aus. Ja, dann musst du sie alle einzeln austauschen. Ich guck mal, ob ich welche habe, dann kann ich mal ausprobieren. So. Ich zeig dir mal ein anderes Design. Okay, die lassen sich so nicht mehr. Warte mal. Ah, die lassen sich nicht mehr umdesignen. Da braucht man die Blankosteine, glaube ich. Aber die lassen sich umschisseln. Hervorragend. Ich schissel mal ein Stack um. Dann kannst du sehen, wie das aussehe. Zeig die verschiedenen Designs. Ach nein, ganz normal. Ey, Opa, ich hab hier was. Das sieht geil aus. Ich zeig dir mal was. Das zeige ich dir. Sind die Dings schon fertig? Die was? Die Alloy Smelter und die Signals. Wie denn, wenn ich dir jetzt gerade hier zur Hand gehe? Ja, dann mach doch das, was du machen sollst. Mach ich auch sofort. Will mal was zeigen. Zeig mir lieber die Alloy Smelter und die Signals, weil ohne die komme ich nicht weiter. Schau dir mal die Blöcke hier an, die ich hier aufgestellt habe. Von der Seite. Wenn das Alloy Smelter oder Signals sind, dann gucke ich da. Oh.
Du weißt schon, dass ich an den Aloysmelt und Sackmills mehrere Folgen dran sitze, ne? Ja, dann solltest du, umso schneller solltest du anfangen. Ja, ich bin dabei. Gut, dann fangen wir erstmal an mit den Sackmills. Dafür baue ich Endstil ohne Ende. Und davon habe ich nicht annähernd genug. Läuft, ist noch deine Anlage im Keller in Betrieb, womit du doch was im großen Stil hergestellt hast? Nein, deswegen brauchen wir ja Alloy-Smelter und solche Geschichten. Okay. Du bist jetzt nichts mehr in Betrieb. Na gut. Dann muss ich in meiner Werkstatt arbeiten, die noch im alten Haus ist. Die ist auch nicht mehr in Betrieb. Wo baue ich dann deine Dinger? Im Inventar. Das geht nicht, ich brauche dafür einen funktionierenden Alloy-Smelter. Ja, Strom hat er ja noch. Mehr brauche ich ja auch nicht. Aber halt ohne Anbindung ans System. Das ist nicht schlimm. Aber was anderes, schau mal auf die Uhr. Es ist 21.22 Uhr. Nein, ich meinte die Aufnahme. Es ist auch 21.22 Uhr. Wir müssen die Folge beenden. Sterben müssen wir. Sterben müssen wir. Sonst nichts. Ja, das sowieso. Früher oder später. So, gut. Ja, gut, alles da. Ihr habt es gehört, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns zum nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.